Ich möchte ganz herzlich Maike Ebhardt begrüßen. Und Maike ist Diplombiologin an der Technischen Universität München und ist Teil der biomolekulare NMR-Spektroskopie-Forschungsgruppe. Sie forscht im Bereich strukturbasierte Medikamententwicklung und wird uns heute erklären, warum es keine Wunderpille gegen alles gibt. Maike? Vielen Dank für die liebe Einladung, Celia. Und schön, dass ihr und sie heute alle noch zugucken und noch dran geblieben sind. Ihr habt euch vielleicht mal gefragt, warum nehmen wir Aspirin eigentlich gegen Kopfschmerzen und nicht gegen Husten? Und warum gibt es so viele verschiedene Medikamente gegen Schmerzen? Warum dauert es eigentlich auch so lange, gerade ein Medikament gegen Covid-19 zu finden? Und die Antwort ist, dass die meisten Ziele für Medikamente Proteine sind. So, Proteine. Wenn ich jetzt Proteine sage, dann denken die meisten vermutlich an das hier. Proteine, das ist im Fleisch drin, in Eiern, in Hülsenfrüchten, in Haferflocken. Proteine brauchen wir, damit wir Muskeln aufbauen und dass wir auch allgemein gesund bleiben. Manche sagen auch, wenn man viel Protein isst, hilft das beim Abnehmen. Und wenn Wissenschaftler über Proteine reden, dann denken wir an andere Dinge. Dann denken wir zum Beispiel an sowas hier. Das ist die Proteinstruktur von Hämoglobin, einem sogenannten Comic-Modell. Oder auch das hier ist das Kronenprotein von SARS-CoV-1, das also für diesen Kronenauswuchs am Virus verantwortlich ist. Und ja, das sind Strukturen. Und was ist eigentlich eine Proteinstruktur genau? Das könnt ihr euch vorstellen wie einen langen Faden von der Wolle. Dieser lange Faden, ein Protein, ist eine Kette von Aminosäuren. Und so ein langer Faden Wolle, der ist ganz schön, aber der macht ja erstmal noch gar nichts. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wofür die Wolle gut ist und was sie macht, müssen wir die Struktur erkennen. Und sobald die Wolle verarbeitet ist, dann wissen wir, aha, das ist eine Mütze, die hält meinen Kopf warm. Wir wissen, das ist ein Schlauchtuch, das kann ich mir um den Hals wickeln. Oder wir haben einen Pullover, den kann ich mir über den Oberkörper ziehen, hält er mich schön warm. Oder natürlich auch ganz aktuell unsere schönen Gesichtsmasken, die auch aus Stoff sind. Und das Prinzip gibt es auch in der Natur. Wir müssen die Struktur kennen, denn die Funktion folgt immer des Aussehens. Und wenn wir die Struktur eines Proteins kennen, wir wissen, dass dieses Protein für eine Krankheit verantwortlich ist, dann können wir auch ganz gezielt ein Medikament dagegen entwickeln. Dann können wir uns überlegen, wie soll dieses Medikament eigentlich aussehen, dass es nur an unserem Protein wirkt und nicht anders. Und wir möchten eigentlich, dass das Medikament unserem Protein passt wie der Handschuh auf die Hand. Und nur dann wirkt es an unserem Zielprotein und nicht irgendwo anders. Denn ich kann natürlich auch eine Mütze über die Hand ziehen, aber das ist nicht so effizient. Und die Mütze könnte auch über den Kopf passen. Was die Strukturbiologie auch leistet, ist, dass wir weniger Tierversuche brauchen. Denn wenn wir die Struktur von unserem Protein kennen und das Medikament passend zur Struktur haben, müssen wir gar nicht erst im Tier probieren, wirkt das überhaupt, sondern wir können vorher schon sagen, das könnte wirken oder das nicht. Und das ist ein kurzer Einblick in meine Arbeit. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, beantworte ich sie euch gerne. Ja, vielen Dank, Maike. Wir haben auch schon einige Fragen. Also als erstes werde ich gerne wissen, wie du diese Proteine oder dein Wunschprotein so gesagt extrahierst. Das kommt darauf an, wie wir das Protein herstellen. Es gibt natürlich die rekombinante Proteinexpression. Das heißt, wir nehmen das Gen von unserem Zielprotein, bringen es meistens in Bakterien oder Hefen ein und können dann mittels einfacher Lyse oder wir machen es auch bei Hefen auch gerne mechanisch, die Zellen zerstören. Und unsere Proteine sind in der Regel getaggt. Das kann man sich vorstellen, wie wir haben ein riesengroßes Metallteil dran. Und dann gehen wir mit einem chemischen Magneten über unseren Schrotthaufen, der aus der Zelle rauskommt, und ziehen dann unser Protein eigentlich raus. Wenn wir das nicht rekombinant exprimieren können, dann müssen wir weiter gucken, ob wir das in Insektenzellen machen können oder direkt aus dem Mechanismus, aus dem Organismus, wo es zum Beispiel herkommt. Das ist gerade bei Proteinen wichtig, die zum Beispiel außerhalb der Zelle sind, weil die oft nach der Translation, also Proteine werden von DNA zu RNA erst zu Protein, dieses Schritt von RNA zu Protein nennt sich Translation, oft noch modifiziert. Das können oft Bakterien nicht oder das können Hefen nicht. Und dann wird es etwas schwieriger, aber in der Regel kriegen wir das irgendwie hin. Und was für Arten oder gibt es bestimmte Proteine, die man halt gar nicht
sich anschauen oder extrahieren kann? Es kommt auf das Protein selber an. Also wie ich zum Beispiel schon gesagt habe, wenn sie nach der Translation modifiziert sind, zum Beispiel sogenannte Glykoproteine, das ist immer ganz schwierig, die so zu finden, wie sie auch dann im Menschen zum Beispiel vorliegt. Oder bei Viren ist das sehr schwierig. Diese Viruskapside, die sind sehr groß und man muss das alles auch irgendwie trennen. Auch wenn man ein Protein komplex hat, kann das schwierig sein, den Komplex aufzutrennen, wenn man einfach nur ein einzelnes Protein davon haben möchte. Aber an sich versuchen wir wirklich alles, was relevant und interessant ist, uns irgendwie anzugucken. Also ich kenne kein Protein, das man sich nicht angucken möchte. Und seit wann kann man Medikamente so spezifisch auf Struktur basieren? Die Strukturbiologie ist gewachsen. Es hat angefangen mit der Röntgenstrukturkristallographie. Das muss Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen sein. Und seitdem hat es sich stetig weiterentwickelt, dass man gelernt hat oder auch gesehen hat, man gibt Proteinstrukturen. Und wir müssen bedenken, dass wir zum Beispiel Antibiotika erst seit den 40er Jahren kennen. Und man hat sich erst mal gefragt, wie wirkt denn überhaupt mein Medikament am Ziel? Das Ziel muss man identifizieren. Und die ganze Sache ist gewachsen. Und dass man so spezifisch auf Strukturbiologie sich verlässt, das ist erst seit, ich glaube, 20, 30 Jahren möglich, da es eben doch aufwendig und teuer ist. Man bekommt sehr, sehr große Datensätze, wenn man sich so eine Struktur zu lösen. Man braucht also die Rechenpower und die Computer dahinter und braucht auch sehr kluge Leute, die ganzen Algorithmen entwickelt haben. Wenn man zum Beispiel eine Röntgenstrukturkristallanalyse machen möchte, also ein Proteinkristall, könnt ihr euch vorstellen wie ein Salzkristall, dann muss man an große Beamlines fahren. Wir haben eine große in Hamburg, das sogenannte DAISY. Und wer jetzt gerade gut sitzt, das mal googeln möchte, der kann sich das angucken, wie riesig das ist. Oder auch CERN. In CERN kann man das theoretisch auch machen. Das sind wahnsinnig große Anlagen. Und die mussten gebaut werden. Und wir sind immer noch dabei, dass wir immer mehr auf Strukturbiologie zurückgreifen, um Medikamente und Krankheiten behandeln zu können. Und wie sieht es denn mit der personalisierten Medizin aus? Kommt das vielleicht auch bald mehr mit Struktur? Was genau ist mit personalisierter Medizin gemeint? Also ich kenne mich etwas mit der Gender-Specific Medicine aus, also dem geschlechtsspezifischen Medizin. Vielleicht eher so, wie lange wird es dauern, bis wir Medikamente vielleicht für einzelne Personen einsetzen, die bestimmte Proteinkrankheiten oder für bestimmte Proteine, ich weiß es. Ja. Also die personale Medizin, die würde man, denke ich, eher auf der RNA- oder DNA-Ebene einsetzen, weil da wird es etwas persönlicher und da muss man spezifischer gucken. Natürlich ist immer eine Medikamentierung auf den Patienten abgestimmt. Wir gucken uns die Proteine sehr allgemein an. Wir gucken sie zum Beispiel oft auch in den Pathogenen, also in den Krankheitserregern an, versuchen den Krankheitserreger auszuschalten und gar nicht in die Person, weil eigentlich möchten wir ein Medikament, zum Beispiel den Krankheitserreger, das nur im Erreger wirkt und nicht in der Person. Wenn es in Personen geht, dann muss man immer eben auch sehr spezifisch gucken, ob was bei der Person falsch ist und nicht in Ordnung ist. Und die Strukturbiologie arbeitet relativ langsam. Also es dauert unter Jahre, bis man seine Proteinstruktur gelöst hat. Das geht nicht unbedingt am Fließbandverfahren. Das heißt, man versucht natürlich hinzukommen, indem man immer mehr Erfahrung hat, aber das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich bei einer Person ein Protein oder identifizieren kann, das nicht funktioniert. Denn genau für dieses Protein der ganz spezifischen Mutation oder Fehlfunktion einen Ersatz finden kann. Und da muss man sich auch bedenken, wie sieht das Medikament aus? Und ich kann nicht so ohne weiteres ein Medikament an eine Person anbringen. Das ist aber das Feld der Drug Delivery. Und da muss man dann die speziellen Leute fragen, die darin forschen. Also, wenn mir die Hände frieren, aber ich keine Handschuhe dabei habe, dann könnte ich ja trotzdem eine Mütze über die Hände ziehen. Inwiefern können entweder Medikamente zweckentfremd verwendet werden? Das können sie, sehr wohl. Zum Beispiel war ja die Studie jetzt ganz aktuell mit Hydroxychloroquin. Mhm. Das ist eigentlich ein Malaria-Medikament. Und man hat geguckt, wirkt das dann auch bei Covid-19? Und zwar wissen wir, wenn wir Medikamente für Proteine entwickeln, wir gucken uns wirklich nur dieses Target erstmal an, unser Drogen- oder Krankheitsziel, und gucken, was es da macht. Und das kann natürlich auch noch woanders wirken. Das beziehen wir oft in unsere Arbeit mit ein, weil wir es eigentlich nicht möchten. Aber wir können es nicht vorhersagen, denn ein Mensch ist unglaublich kompliziert. Und darum gibt es zum Beispiel auch Nebenwirkungen. Nebenwirkungen sind oft unspezifische Wirkungen von einem Medikament, die wir nicht vorhersagen oder verhindern können. Und da kann man natürlich auch gucken, dass man existierende Medikamente nimmt
und guckt, ob die nicht auch irgendwo anders funktionieren. Wir haben noch mal eine Frage zu der Struktur von dem Protein selber. Warum ist die Struktur eigentlich so wichtig? Wenn ich einen kleinen Teil einfach verändere, was passiert dann? Wenn ich einen kleinen Teil verändere, kann nichts passieren oder das ganze Protein kann kaputt sein. Denn ein Protein hat oft zum Beispiel ein Enzym, hat ein aktives, reaktives Zentrum. Und wenn ich das verändere, funktioniert das ganze Enzym nicht mehr. Mhm. Wenn ich etwas im äußeren Bereich verändere, kann das sein, dass das Protein nicht mehr da ankommt, wo ich es gerade eigentlich brauche. Es kann auch sein, wenn ich eine Mutation habe, die macht gar nichts. Das passiert auch ständig in der Natur. In uns passieren ja immer Mutationen, sobald wir in die Sonne gehen. Und nicht alle davon sind schädlich. Oft passiert da einfach gar nichts. Und man muss sich daher überlegen, wenn man die Struktur kennt, wo ich eine Mutation oder eine Veränderung einbringe. Weil es kann sein, dass das Protein dann gar nicht mehr funktioniert, dass es mir auseinanderfällt, dass es ganz schnell abgebaut wird, dass es viel schneller funktioniert, was zum Beispiel bei Krebsarten der Fall ist. Und darum ist es wichtig, dass wir die Struktur ganz genau kennen und wir wissen, wo wir was verändern dürfen und wo nicht. Dazu haben wir nochmal eine Frage auch von YouTube. Also wenn ihr diese Strukturen untersucht, wisst ihr schon ungefähr, wie die im Voraus aussehen? Oder untersucht ihr eher das Protein und schaut euch also die Struktur dann an? Es gibt natürlich sehr viele Proteine, die schon eine Struktur gelöst haben, zu finden in der Protein Database. Und dadurch konnte man bioinformatische Algorithmen entwickeln, die die Strukturen vorhersagen. Und wir haben dann schon eine Idee aufgrund der Strukturvorhersage, was wir zu erwarten haben. Aber, wie das oft so ist, stimmt die Vorhersage nicht immer. Und man muss dann schon, wenn man die Struktur gelöst hat, sich darauf einlassen, dass das vielleicht doch anders aussieht, als wir es erwartet haben. Und das ist das Spannende daran. Also wir können viele Vorhersagen machen, wir können viele Modelle entwickeln, aber ob die so stimmen, da brauchen wir immer noch die wirkliche Forschung hinterher. Und selbst wenn wir eine Struktur gelöst haben, müssen wir immer noch gucken, ist das wirklich das, was in der Zelle vorliegt, oder haben wir nicht vielleicht ein Artefakt, was auch mal passieren kann? Also es ist ein spannendes Feld und das ist alles nicht so einfach und so intuitiv, wie man sich das dann doch gerne wünscht. Diese komplexen Strukturen, die sind ja auch eigentlich nur aus Ketten von Aminosäuren gebildet. Gibt es da bestimmte Kräfte, die wirken, um diese komplexe Struktur so gesagt zusammenzubringen? Ja, natürlich. Und zwar eine Aminosäurenkette hat gerade diese Amidbindungen zwischen Kohlenstoff und Stickstoff. Mhm. Das ist ein Semi-Doppelbindungscharakter. Das heißt, es ist keine voll ausgebildete Doppelbindung, aber man kann es nicht wie eine Einfachbindung verhandeln. Das heißt, die Proteine können sich nicht frei falten, wie sie wollen. Sie haben sogenannte Beschränkungen. Da gibt es auch Plots für. Und allein schon auf diese Beschränkung wissen wir, Proteine können sich nicht beliebig anordnen. Sie müssen diesen Regeln erstmal folgen, allein durch die Sterik. Dann gibt es hydrophobe, hydrophile und neutrale Aminosäuren. Und auch die, eben hydrophob, heißt natürlich, ich mag kein Wasser. Hydrophil heißt, ich mag Wasser. Die Zelle hat immer prinzipiell ein wässriges Medium. Entsprechend werden diese hydrophoben Aminosäuren sich eher nach innen im Protein verlagern. Und als welche die Hydrophilen, die werden sich nach außen verarbeiten. Also alle Kräfte, die eigentlich man von Molekülen kennt, in normaler Molekülbindung, also ionisch, van der Waals, kovalent, all diese Kräfte finden wir auch in Proteinen. Und die bestimmen tatsächlich die Faltung. Dadurch ist es ja so schwierig, eigentlich das vorherzusagen, wie ein Protein aussieht, weil es so viele Kräfte wirken, dass wir das gar nicht richtig berechnen könnten, nur aufgrund der theoretischen Daten. Da bekommen wir ganz, ganz viele Strukturen und welche richtig ist, müssen wir experimentell bestimmen. Und ja, vielleicht könntest du uns auch nochmal erklären, wie genau du dir dann diese Proteine anschaust und vielleicht auch, was NMR, also Spektroskopie ist. NMR steht kurz für nukleomagnetische Resonanzspektroskopie. Nuklear heißt in dem Fall nicht radioaktiv, sondern es kommt von Nukleus. Das heißt, ich gucke mir das magnetische Feld des Atomkerns an. Manche haben es bestimmt schon gehört, dass Atomkerne einen Spin haben. Es gibt nichts, was man in unserer großen makroskopischen Welt das einen Spin beschreibt. Am ehesten kann man es noch vorstellen wie ein Objekt, das sich in alle drei Raumrichtungen gleichzeitig dreht. Dadurch wird ein magnetisches Moment erzeugt. Und dieses magnetische Moment können wir manipulieren. Und je nachdem, da Magnete sich ja gegenseitig beeinflussen, können wir aufgrund der Manipulation auch ablesen, wie rum und wie die Umgebung eigentlich um diesen einzelnen Kern aussieht. NMR an sich ist aber eine etwas kompliziertere Methode. Man braucht eine Zeit, um das zu lernen, zu verstehen. Es gibt etwas intuitive Methoden, die auch sehr beliebt sind. Das ist zum einen die Röntgenstrukturanalyse, die ich schon mehrfach erwähnt habe.
Und man versucht, Proteine zu kristallisieren. Das sehen ebenso ungefähr aus wie ein Salzkristall oder so ein Zuckerkristall. Man schießt mit Röntgenstrahlen rauf und bekommt ein Beugungsmuster. Und aus dem Beugungsmuster kann man dann zurückrechnen, wie die Struktur aussieht. Und es gibt natürlich auch die Kryo-EM, also die Kryo-Elektronmikroskopie, für die es 2017 erst einen Nobelpreis gab. Da kann man tatsächlich, indem man seine Proben schockgefriert mit flüssigem Stickstoff, sich dann in einem Elektronenmikroskop angucken, wie dieses Molekül aussieht. Da braucht man eben dann sehr, sehr viel dafür, weil Moleküle sich natürlich zufällig anordnen in der Probe. Kann dann aber auch aufgrund dieser zufälligen Anordnung eine statistische Wahrscheinlichkeit bestimmen und dann zurückrechnen, wie die Struktur tatsächlich aussieht. Das sind die drei großen Methoden, die eigentlich verwendet und werden. Und können sich eigentlich auch die Struktur von Proteinen auch verändern? Oder? Ja, natürlich. Das ist zum Beispiel, wenn ein Enzym seine Reaktion umsetzt, oft bewegt es sich dabei. Oder wir haben Transportproteine, die den Transport irgendwie durch die Änderung ihrer Struktur eben bewerkstelligen. Es gibt ja auch, wie ich schon erwähnt habe, diese posttranslationalen Modifikationen. Ein wichtiger Anhängsel zum Beispiel ist das Phosphor, dass man Phosphor an eine Aminosäure hängt und dadurch hat diese Aminosäure eine andere Ladung, eine andere Polarität und dadurch ändern sich Strukturen. Oder man kann bestimmte Aminosäuren protonieren. So funktioniert zum Beispiel die ATPase in unserem Mitochondrium, die für die ATP-Produktion zuständig ist. Und man wurde gesagt, es ist der kleinste molekulare Motor. Nur durch die Änderung der Ladung in einer Aminosäure rotiert dieser Motor eigentlich. Also Proteine sind hochdynamisch. Die können auch zum Beispiel im oligomerisieren. Und dann bilden sie lange Ketten. Das Wichtigste ist zum Beispiel Aktin, das uns eine Struktur gibt in den Zellen. Also Proteine ändern durchaus ihre Struktur, je nachdem, was mit ihnen passiert. Und jetzt haben wir auch noch eine letzte Frage, die jetzt eher an deine Forschung direkt ist, und zwar, welche Proteine untersuchst du eigentlich aktuell? Ich untersuche ein menschliches peroxisomales Protein, das für den Proteinimport verantwortlich ist. Und ich gucke mir an, was das Protein macht, wenn es gesund ist. Und das ist für uns ganz spannend, da der peroxisomale Proteinimport ein bisschen anders ist als der anderen. Also ich muss ein bisschen ausführen. Peroxisomen sind kleine Bereiche, abgetrennte Bereiche in der Zelle, die unter anderem dafür zuständig sind, H2O2 und freie Radikale abzubauen. Und da müssen eben diese kleinen Bereiche, müssen Proteine rein. Kann man sich vorstellen wie ein Haus. Eine Zelle ist ein Haus. Jedes Haus hat Räume. Je nachdem, was in den Räumen drin ist, funktionieren die Räume anders. Also man kann ja zum Beispiel in der Badezimmer kein Essen kochen, weil der Herd fehlt. Und ich gucke mir quasi an, wie der Herd in die Küche kommt. Und PEX-14 ist dafür ganz, ganz wichtig. Und wenn PEX-14 nicht funktioniert, dann gibt es so ganz, ganz schlimme Krankheiten. Das bekannteste ist das Zellweger-Syndrom. Das, und bei Menschen, die eine defekte Peroxisom haben, die werden meistens nicht älter als 2 Jahre. Okay, ja, dann nochmal vielen Dank, Maike, für diesen tollen Einblick zu der Komplexität von Proteinen und auch der Medikamententwicklung. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann stellt sie direkt an Maike. Ihr Twitter-Handle könnt ihr jetzt in unserem Chat sehen.